Er ist der wohl ikonischste Charakter aller Zeiten, hat dutzende Versionen, inspiriert und inspirierte extrem viele Charaktere. Er ist der meistverkaufte Comic der Welt. Seine Ersterscheinung war 1938, das Symbol eines Helden, Superman. Die klassischen Superman-Interpretationen kann jeder beschreiben. Sein Heimatplanet steht kurz vorm Untergang, er wird als Baby auf die Erde geschickt, dort wächst er auf und wird Held Nummer 1, rettet unzählige Male den Tag. Ja, wenn man an starke Charaktere denkt, fällt auch durchaus sein Name. Doch hier geht es nicht um Stärke, ich möchte nämlich seinen ikonischen Status, seinen legendären Status nur nochmal darstellen, indem wir uns mal ein paar Charaktere anschauen, die an Superman inspiriert wurden. Wie kann es anders sein? Son Goku muss natürlich erwähnt werden. Seine Anfangsstory ist so gut wie gleich. Der Planet Vegeta steht kurz vor der Zerstörung. Er wird in einem sehr jungen Alter auf die Erde geschickt. Diese rettete er viele Male. Er ist argumentativ das Gesicht von Anime, vielleicht neben Pikachu. Ein weiterer Charakter wäre All Might, das Symbol des Friedens. Die Ähnlichkeit als Held muss ich wohl nicht ansprechen. Auch andere Comic-Charaktere haben selbstverständlich ihre Inspiration bei Superman. Beispiele wären Homelander und Omni-Man, die eher Antagonisten-Versionen sind. Das kennen wir aber auch aus dem DC-Verse. Ein Beispiel wäre Ultraman. Bei Megamind gibt es Metroman, der eher ein klassischer Neuzeit-Superman mit Zwiespalt ist. Es gibt sicherlich noch viele weitere, aber das sind die, die mir als erstes einfallen. Und wir alle merken, Kal-El ist nicht nur ein guter Mann, er ist Superman.